Hallo, im letzten Video haben wir zwei Platzhalter behandelt, und zwar das Fragezeichen und den Stern. Ich mache mal hier wieder ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei Schmidt haben wir sowas gemacht, SCH bei Nachnamen, zum Beispiel Schmie. Jetzt haben wir hier ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ein Platzhalter für ein beliebiges Zeichen. Und so haben wir dann gedacht, okay, so kriege ich alle Schmidts, sei es die mit DT oder die mit D, mit TT ihr Name schreiben. Ja? Und das haben wir dann gemacht, und dann sind wir hier rein und haben wir gesehen, das klappt. Da sieht man, man hat Schmidt und auch die DT Schmidt und die TT Schmidt. Allerdings haben wir das Problem, man kriegt auch die Schmied. Wenn einer jetzt Schmied heißt, den wird man auch kriegen. Und jetzt kommen wir hier zur neuen Art von Platzhalter. Und zwar mit dem können wir jetzt das begrenzen, mit dem Fragezeichen. Das Fragezeichen, das wir hier haben, das begrenzt, ich mache es mal hier ein bisschen größer. Man kann den Inhalt von so Zellen in der Abfrage vergrößern, indem man hier mit der rechten Taste anklickt, und dann geht man auf Zoom, und dann hat man das dann hier, sieht man das hier, wie das ist. Okay, so, jetzt die Sache ist so, dass das Fragezeichen ist ein Platzhalter für x beliebige Zeichen, ja, also es kann ein T sein, ein D sein, aber es kann auch ein A sein oder ein B oder was immer. Okay, deswegen kriegen wir auch den Schmied, weil das Fragezeichen sucht nicht nur nach den Ds und den Ts, sondern nach beliebigen Zeichen. Wie kann ich das begrenzen? Da gibt es eine neue Art von Platzhalter, den man heute behandelt. Das sind diese eckigen Klammern. Die eckigen Klammern könnt ihr mit Alt-GR, also auf der Tastatur Alt-GR, und dann 8 bzw. 9 kriegen. Ja? Und ich mache mal hier einmal so ein Set. Und das heißt Alt-GR 8 öffnet so eine eckige Klammer. Und jetzt schreibe ich drin DT und mache die eckige Klammer zu. Das heißt, mit diesem Platzhalter, was innerhalb der eckigen Klammer ist, ist dann der Platzhalter. Das heißt, was wir hier suchen, ist, wir suchen alle Namen, die vorne mit SCMI anfangen, SCHMI anfangen und hinten mit dem T aufhören, und innen drin kann der Buchstabe entweder ein D sein oder ein T, nichts anderes. Okay, so haben wir es begrenzt. Mit dem Fragezeichen kam jedes beliebige Zeichen, und hier kommen nur D oder T in Frage. Ja? Und wenn ich auf OK gehe, um dieses Zoom-Fenster zu schließen, und jetzt gucken wir uns mal die Datenansicht an. Jetzt ist dieser Schmied weg. Jetzt hat man wirklich nur die Schmidts, ja, und sei es die DTs oder die TTs. Warum? Weil mit diesem Platzhalter, mit dieser Klammer, kriegt man alle, die mit SCHMI anfangen und mit T enden, und der Buchstabe mittendrin zwischen dem I und dem T kann entweder ein D oder ein T sein. Nichts anderes. Ich erkläre mal den Unterschied zwischen den zwei Platzhalter. Also in dem letzten Video haben wir diesen Platzhalter benutzt, dieses Fragezeichen. Und das Fragezeichen ist für x beliebige Buchstaben ist es verwendet. Deswegen hat man hier die Schmidts, die DT Schmidt gekriegt, die TT Schmidt, aber auch so etwas wie, also zum Beispiel, wir haben hier dann gekriegt DT Schmidt DT, das hat okay, die TTs haben wir auch gekriegt, aber wir haben auch zum Beispiel etwas wie ET gekriegt, wie der Schmied, okay? So, und von daher war das optimal, aber jetzt in unserem Fall ist es nicht optimal, weil wir haben jetzt einen Schmied, und da ist es gar nicht optimal. Und deswegen ist dieser Platzhalter viel optimaler, weil der begrenzt das Fragezeichen ist unbegrenzt, unbegrenzte Zeichen, aber nur ein Zeichen. Und in dem Fall ist es ja auch hier ein unbegrenztes. Hier ist es nicht begrenzt, sondern ist es begrenzt auf zwei Buchstaben, entweder ein D oder ein T. Und innerhalb, alles, was innerhalb dieser Klammern ist, ne, das ist nur ein Zeichen, okay? Und zwar das Zeichen zwischen I und T. Okay, das ist egal, wie viele Buchstaben hier in den Klammern stehen, es betrifft immer nur ein Zeichen. Und in dem Fall heißt das entweder D oder T. Und so kriegt man nur die Schmidts. Zum Beispiel, ich könnte auch innerhalb der Klammern, könnte ich auch sowas schreiben. A bis C. Okay. Und was das heißt, in dem Fall heißt das, ich suche alle Namen, die mit SCHMI anfangen, mit T enden, und das Zeichen hier in der Mitte kann entweder ein A, ein B oder ein C sein. Okay.
Hier ist es entweder D oder T und hier kann es irgendein Buchstabe zwischen A und C, also A, B oder D. Wenn ich auch A bis E mache zum Beispiel, dann ist es, dann kann hier in der Mitte, das Zeichen in der Mitte können entweder ein A sein, ein B sein, ein C sein, ein D sein oder ein E sein. Ja, also es spielt keine Rolle. Und das ist, deswegen sind solche eckigen Klammern wesentlich flexibler als ein Fragezeichen. Ist ja nicht so, dass das falsch war und das richtig. Hier ist unbegrenzt und hier hat man eine Möglichkeit, das Zeichen in der Mitte oder das Zeichen irgendwo zu begrenzen. Hier haben wir es auf zwei Zeichen begrenzt und hier haben wir es auf eine gewisse, wie soll man sagen, auf eine gewisse Region begrenzt, und zwar alle Buchstaben zwischen A und E. Aber ist es in jedem Fall, betrifft das nur, ist es in jedem Fall, ist es ein Platzhalter für nur ein Zeichen. Okay? Gehen wir mal zurück zu unserer Datenbank. So, und wenn ich hier jetzt zoome, man kann auch sowas machen. Wir haben hier in der Klammer DT, man kann hier vor dem DT auch ein Ausrufzeichen setzen. Und das heißt, in dem Fall heißt es, es sucht nach allen Namen, die mit SCHMI anfangen, mit T enden. Und das Zeichen zwischen dem I und dem T darf nicht ein D oder ein T sein. Okay? Das heißt, in dem Fall müsste eigentlich nur der Schmied erscheinen. Gehen wir mal auf OK, gehen wir mal auf D. Und da sieht man hier, kommt nur der Schmied, weil in dem Fall das Ausrufzeichen ist quasi so wie ein Platzhalter für nicht. Das heißt, alles ist erlaubt, außer D oder T als Zeichen zwischen dem I und dem T. Okay, und deswegen kriegt man nur den Schmied. Wenn ich das hier jetzt wieder erkläre, das heißt, der letzte, letzte Filter war so, wir hatten SCHMI, hier ein T und dieses Zeichen hier in der Mitte kriegt von den Ausrufzeichen, das heißt nicht, es darf nicht ein T beinhalten oder ein T. Das heißt, dieses Zeichen hier zwischen dem I und dem T darf weder D noch T sein. Und deswegen kam dann der Schmied. Okay? Und wenn man das auf dieses Szenario hier übersetzt, man kann das so schreiben, SCHMI, dann Ausrufzeichen A bis E, Klammer zu, T. Das heißt, in dem Fall sind alle Zeichen als Zeichen zwischen I und T ist alles erlaubt, außer A, B, C, D und E. Okay? Alle anderen Zeichen sind hier erlaubt, außer A, B, C, D und E. Ja, das ist das Ausrufzeichen. Das ist quasi, kann man sich so vorstellen, als nicht. Okay, gehen wir mal zurück zu der Datenbank. Das heißt, wir haben ja mit dem Stern im letzten Mal auch experimentiert. Zum Beispiel, wir haben gesagt, wenn ich Stern schreibe, dann kommen dann alle Nachnamen, die mit W anfangen. Und das haben wir hier alle. Und wie mache ich das, dass ich alle Namen kriege, außer die mit W anfangen? Und da muss man wieder hier mit eckigen Klammern arbeiten. Also ich tue es wieder zoomen. Und anstatt des W mache ich hier eine eckige Klammer auf und Ausrufzeichen W und eckige Klammer zu. Das heißt, in dem Fall werden alle Namen gesucht, außer die mit W anfangen. Okay? Und gucken wir mal. Und da sieht man, ich kriege jetzt alle, bis auf die ganzen W-Namen. Okay? Und wenn ich das Ausrufzeichen wegmache, mystisch ist es genau derselbe Effekt wie das normale W-Stern ohne diese Klammern. Ja? Und da sieht man hier, man kriegt dann alle W-Namen. Ich kann allerdings das Ausrufzeichen nicht ohne eckige Klammern schreiben. Ja? Also sowas. Sowas. Ausrufzeichen W Stern wäre illegal ohne die Eckenklammern vor dem Ausrufzeichen und hinterm W. Ja, und das können wir mal probieren. Kommt gar nichts. Und das kann nicht sein, weil wir haben ja Namen, die nicht mit W anfangen. Okay? Und deswegen die Eckenklammern sind wichtig. Wenn man W Stern macht, braucht man keine Eckenklammern. Aber wenn man nicht W Stern macht, braucht man die Eckenklammern. Und zwar hier. Okay? Und so hat man es. Okay, und man kann hier, also das heißt hier, man kriegen alle Namen, die
die nicht mit W anfangen. Und man kann das auch so machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt schreibe G und W, das heißt, ich kriege hier alle Namen, die entweder mit G oder mit W anfangen. Gucken wir mal. Und das ist genau so. Da hat mich die Graus und alle diese Namen, die mit W anfangen. Okay, und man kann auch mehrere Buchstaben reinsetzen. Zum Beispiel, gucken wir mal, haben wir welche, die mit B anfangen. Okay. Also das heißt, jetzt kriege ich Buchstaben, die entweder mit G, mit B oder mit W anfangen. Und da sieht man, habe ich G, B und W. Okay? Und natürlich, wenn ich das vorne das Ausrufzeichen noch dazu mache, in dem Fall kriege ich alle Namen, bis auf die, also alle Namen sind erlaubt, außer die mit G, B oder W anfangen. Okay? Dann gucken wir mal. Und das stimmt. Dann hier haben wir jetzt keine Gs, keine Bs und keine W-Namen drin. Okay? Und das ist so der Effekt von den Klammern. Man kann somit, man hat so, wie soll man sagen, mehr Filtermöglichkeiten, als nur mit dem Stern und dem Fragezeichen zu spielen. Aber wie der Stern und wie die Fragezeichen sind, die Klammern, in dem Fall auch ein weiterer Platzhalter, mit dem man arbeiten kann.